Ihr wollt wissen, wie es mit den Bahnhöfen läuft? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir wollen heute unser Ziel erreichen, den Dingern. Und ich möchte gucken, dass wir vielleicht schon mal mit dem Bahnhof anfangen. Oder im Idealfall sogar den Bahnhof hinkriegen komplett. Das wäre natürlich so ziemlich das Optimum. Beim letzten Mal hatte ich ja hier Material noch geholt. Davon habe ich nichts mehr im... Nicht für ungünstig. Ich meine, gut, dass ich das geholt habe, aber... alles nehmen und... So. Wir können da vorne weiterbauen. Da vorne müsste unser äußerster Punkt sein. Genau. So, jetzt geht das los mit... Warte mal, hatte ich nicht hier Bäume weggemacht? Oh, da vorne ist wieder eine Schnecke und da rennt noch jemand rum. So. Okay, ein bisschen frei gemacht. Gut, was wollten wir jetzt haben? Wir brauchen den Kollegen. Und zwar so rum. Jetzt muss der hier auf der richtigen Platte stehen. Oh, was war denn jetzt nochmal mittig? So war mittig. Das passt schon. Und dann wollen wir das Ganze so machen. Da wieder anschließen. Dann schauen wir, dass wir den ganzen Kram wieder wegkriegen und dann geht's weiter. Lasse ich das hier einfach so stehen, oder? Ich muss ja von hier aus sowieso wieder weitergehen. Ja? Schon mal suchen. So. Da ja, fehlen noch zwei hinten dran, glaube ich. Hi. Und wir brauchen Schiene. Da dran. Da dran. Ich glaube, ich lasse die Züge jetzt erstmal hier stehen. Die kann ich dann gleich nochmal holen. Eigentlich ist das jetzt nur noch ein geradeaus. Ist da auch eine Schnecke? Der Kollege kann weg. Und wir setzen da unten drunter wieder unseren Masten. So, jetzt haben wir hier 11, ne? So. Ich bin doch hier auf der 2. So, meine Fresse. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen. So. 1, 2. Jetzt richtig habe. Ich meine, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Dann machen wir uns, was haben wir bei der 7? Den falschen ändern wir jetzt erstmal. Wir brauchen ja sowieso nur noch den hier. Bitte auf die 7. 7 passt. So, bist auch richtig rum. Wunderbar. Bist du? Dann kommt hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, machen wir da einen drauf. Und jetzt wäre es mega, wenn wir direkt ans Förderband rankämen. Können wir. So, macht nichts. Ganz kam weg. Ich glaube gleich, dann müssen wir wieder hoch. Ihr kennt das Spiel. Aber das ist ja auch nicht mehr allzu weit. Ist, ich habe so ungefähr eine Ahnung, wie ich das mit den Bahnhöfen hinkriege, aber noch nicht so hundertprozentig. Ich weiß, dass ich einmal einen Bahnhof hier so nebenstellen möchte und einmal einen Bahnhof hier so nebenstellen. Dann habe ich nämlich das Gleis als durchgehendes. Ja, der eine Bahnhof auf der Seite geht halt wieder quasi, haben wir hier irgendwo, komm, komm mal dran. Wird dann quasi so wieder auf die Schiene draufgehen mit so einem Bogen. Auf der anderen Seite wird der erstmal so abgehen. Da kann man durchfahren. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie ich hinten am Ende das so mache, dass ich dann auch von der einen Spur auf die andere rüberkomme. Weil ich muss ja quasi hier in den Bahnhof reinfahren, um Sachen abzuliefern. Oder eben hier hinten durchfahren. Und dann müsste ich da rein. Und hier auf der Seite ist es ja genau umgekehrt. Also, das ist ein da habe ich noch keine Ahnung. So, 10, 11, 12, 13, 14. Immer noch so, ne? Passt schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dahin. Hier fehlt Beton. Natürlich, jetzt muss ich doch einen Zug holen. Dann machen wir das doch. Wir sehen ja einige Schnecken noch rum. Also schneckentechnisch haben wir kein Problem. Was ich aber noch eben mache. Da sparen wir uns einen Zug. Das ist, glaube ich, ganz gut dann. Die einlagern. Das muss ich jetzt nämlich immer zweimal hin und her. Da kann ich besser einmal jetzt die Zeit investieren. Und das so machen, aber... I have taken ill and need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. Wieder rein. Nehmen wir schon mal wieder ein paar raus. Harvest. So, der ist leer. Wir können das rein. Das raus. Das rein. War jetzt ein bisschen hin und her, das ist mir bewusst, aber wenigstens kann ich jetzt hingehen und sagen, ich will dich nicht mehr und ich will dich nicht mehr. Jetzt schmeißen wir uns hier von so viel es geht wieder rein. Wo haben wir das Teil denn? Ich sehe es nicht. Ist mir auch egal. So. Hopp. Nee. Raus. So will ich raus. Genau. Jetzt brauchen wir Beton. Da nicht. Aber dort.
Erstmal da drauflegen. 7. Und 3. So ungefähr passt das. Warum ich da unten jetzt die Platte weggemacht habe, ist mir auch schleierhaft, aber egal. Stütze. So, 2 will ich da nicht. Eine reicht mir. Danke. Einmal die Schiene ran. Einmal die Schiene da ran. Nee. Ja, entfernen will ich das, aber nicht so. Okay, du kannst erstmal da bleiben. Nee, Metall wollen wir nicht. Wir wollen Beton. Das sieht vernünftig aus am Boden. Sehr gut. So, jetzt noch einmal gucken. Macht das mehr Sinn? Wir könnten eigentlich... Ich guck mal, wie weit wir jetzt hier kommen, ob wir da in diesen Felsen reinragen. Das interessiert mich halt. Wir brauchen den Kollegen. Den müssen wir hier drauf machen. 10. Bist du her? Plus 4. Also 3, 4, 5, 6, 7. Dahin. So, das ist drin. Nicht so nach außen gehen. Der soll keine O-Beine haben. Okay. So, jetzt näher daran. Noch näher. Da haben wir Strom. Dann schnüren wir uns die Schiene. Aber eigentlich dürfte das doch ganz gut aussehen da vorne, oder? Und du noch? So, okay. Direkt mein. Eigentlich könnte ich jetzt mit dem. Ja, an diesem Felsen noch vorbei, wenn es geht. Und dann gucken, dass wir den. Sieht denn aus? 10. Bauen natürlich genau rein, ne? So, das war 1 zu 4. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, dahin, okay. Dahin,
Dann ziehen wir uns schon mal aus Band bis dahin. Dass du es dir so frühzeitig überlegt hast. Da fliegt ein Felsen. So, in der Hoffnung, dass du richtig stehst. Danke. Und komm ja noch gut dran vorbei, das ist super. Du raus, du raus. Dann da hoch. Okay, das heißt, wir machen ziemlich genau einen. Wenn wir hier durch sind. Ihr seht das auch, oder? Ihr seht das auch. Gut. Genug 12-Jähriger. Nochmal weiter. Das passt ja hier, als wäre es dafür gemacht. Ja, optimal. Und da ist schon unser Punkt, wo wir hinwollen. Nicht mehr, also das ist ja jetzt wirklich nicht mehr. Ja? Also, zack. Ja, schön dran vorbei. Auch da genau drüber. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Förderband von da. Drauf. 1, 2, hoch. Gehen schon mal wieder weg. Dann. Zack. Nee, hier. Den da dran. Schiene hier rüber. Maschine da, aber. Und sie geht genau drüber. Das hier wäre jetzt mein Punkt, wo ich quasi, also da würde ich den Bahnhof hinbauen und hier möchte ich gerne das zweite Gleis dran gehen lassen. Das ist dann halt die Frage, wie wir es am besten haben. Müssen wir jetzt erstmal überlegen. Erstmal komme ich hier unten, machen wir die Stützen fertig. So, bei der da hinten ist das diesmal nicht schlimm, dass ich es wegmache. Weil ich möchte ja wirklich an dieser Stütze auch mehr oder weniger das Ende haben. Wenn man sie durchgehen lassen kann. Ich hole jetzt aber den Zug ran, weil den brauchen wir ab jetzt. Da ist unser ganzes Material drin für alles. Auch für den Bahnhof, glaube ich. Und hat man so braucht. Satz. Wir könnten überlegen, am Ende einen Kreisverkehr zu bauen. Da muss ich mir selbst noch ein Tutorial zu angucken, aber dann könnten wir das beim nächsten Mal durchgehen. So, wir fangen hier an. Also, wir wollen. Wir wollen auf jeden Fall
dieser Kante ansetzen? Warum? So, verdammt. Deswegen. So. Hier wollen wir zwei raus. Jetzt heißt es, wie breit war ein Bahnhof 5, glaube ich, ne? So, machen wir das hier mal. Nicht genug Beton. Da ist gar kein Beton. Da ist Beton. Einmal da drauf. Na komm. Ein bisschen Blätter reinmachen, ein bisschen Blütengedönse. Haben wir hier Holz drin? Nein, aber wir könnten hier Holz und Mycelium reinmachen. Dann sind wir das nämlich schon mal wieder los und haben mehr Platz. Yay! So. Jetzt einmal gucken. Das wäre der Bahnhof, in den wir reinfahren. Alles. Boden ist zu steil. Das passt genau. Ziehe ich den jetzt? Mal gucken. So wäre der mittig auf. Also so wäre der mittig auf zwei. Also genau über der Kreuzung. Das machen wir. Machen wir nicht. Ich möchte gerne den kompletten Bahnhof entfernen. Danke. Zweiter Versuch. Wir machen den mittig dahin. Und fallen hier runter. Danke. Oh, wir können hier noch eben. Den Kollegen machen. Den unten drunter. Aber in dem Fall brauchen wir auch noch ein Fundament. Fundament. Ja. So, und du musst entfernt werden. So, wir haben eine schöne Bahnstrecke. Wie sieht denn das aus? Das ist schön mittig. Genau so wollte ich das haben. So, dann haben wir hier als nächstes eine Frachtplattform. Die passt doch jetzt auch auf zwei drauf, oder? Wir möchten die gerne da hinten rausgehen lassen. Das macht sogar Sinn. Perfekt, dann können wir ja schön abzählen, weil wir brauchen ja, wir bräuchten dann für die fünf Plattformen 10 Stück. Zwei haben wir, also noch 8. Hierzu. Auf die Seite bitte. Dahin. Dahin. Und mir fehlen Kabel. Wo sind die Kabel? Das sind sie nicht. Da sind die Kabel. Sehr schön. Jetzt passt das aber nicht mehr so, wie ich mir das gedacht habe. Weil ich wollte das hier eigentlich hier dran machen, aber das geht nicht. Das ist auch ein bisschen eng. Wie sieht's denn da aus?
Da ist zu weit weg. Das heißt, wir ziehen den Spaß nochmal. Weiter. Ist genau da an diese Kante. Und dann gehen wir damit dort dran. So. Das heißt, wir haben uns hier. Ist ja super. Erstmal hängt der Bahnhof jetzt schön hier mit verbunden da dran. Scheiße. Hey, ei, 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 ei. Jetzt haben wir hier echt so ein Offset von, weil ich nicht richtig hingeguckt habe, von. Nimm mal. Oh shit. Das heißt, ich muss das alles versetzen. Damit das sauber ist. Zwei Möglichkeiten dazu machen. Entweder ich. Oder nein, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder mir ist es egal. Dann muss ich aber den anderen definitiv da anfangen. Und bis hier hingehen. Aber das wäre jetzt kein Ding. Ich kann hier irgendwas anderes reinsetzen, damit man das nicht so sieht. Ja, also. Gehen zum Beispiel hin, wo haben wir es? Architektur, Metallträger. Weil selbst so sieht man das halt mega, ne? Kann ich den. Also, wenn ich hier hingehe und den um ein Stückchen nochmal zurückversetze, dann. Das wäre halt die einzige Lösung, die ich so zwischendrin hätte. Und ich glaube, das ist die beste, die ich machen kann. Aber nicht jetzt. Das mache ich dann mal ohne euch. Also auf gut Deutsch, das wird wahrscheinlich nie passieren. So, jetzt machen wir den zweiten Bahnhof auf die andere Seite. Und wir haben gesagt, wir ziehen den jetzt. Von da muss der 5 breit sein. Der muss einen nach da hinten. Und dann waren das von da aus 1, 2, 3, 4, 5, achso, erstmal 10 sowieso. Das ist ja easy. 2, 3, kein Beton mehr. Beton. War da drin. Oh, wir müssen Beton holen. Ja. Und die 5. So, dann können wir hier rüber. Jetzt wollen wir da nochmal 4 dran haben. So. Wir ziehen hier natürlich auch nochmal 4 vor. Machen wir jetzt direkt als erstes. Also kommen hier nochmal hier hin. Hier hin. Dann sieht das nämlich vernünftig aus. Egal was passiert, diese Schiene geht noch bis dort. Und hier sieht das jetzt anders aus. Hier müssen wir jetzt gucken. Hier fangen wir quasi. Nee, nicht Blaupausen. Hier fangen wir mit einem Bahnhof an. Mit einem Frachtplattform. Die nach da geht. Muss in einer Reihe mit anderen Plattformen. Okay.
Das heißt, wir müssen mit dem Bahnhof anfangen. Der in die Richtung fährt. Müssen davor 4 Platten frei sein. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Das ist unsere Kante. Und wenn ich das richtig sehe, ist das auch schon in der Mitte. Das sieht gut aus. Dann nehmen wir uns 8 Plattformen, die bitte in die Richtung gedreht sind. Jetzt fehlen uns Rahmen. Du kommst weg. So. So und eine noch, richtig? Ja. Wunderbar. Jetzt haben wir Mexico City. Keine Ahnung, wie der heißt. Das werden wir gleich herausfinden. Du gehst jetzt von da nach da und wir sehen, ach, das ist mittig. Bin verwundert. Und du gehst da dran. Wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt hier ganz schön unseren Anschluss. Der Zug, der von da hinten kommt, hier was abladen soll, würde da vorne durchfahren, anhalten, abladen. Wir brauchen noch irgendwas, dass er da wieder rumkommt. Also klar, ich könnte jetzt hingehen und da einfach ein Gleis hier irgendwie dran ziehen. Bisschen bla 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 da hinten. Von hier da dran ziehen. Das ist aber nicht unser Sinn der Sache. Das wollen wir nicht. Weil ich brauche ja auch von da noch nach da. Weil, könnte ja sein, dass ich sage, ich möchte mit dem Zug da abliefern, da einladen. Aber, das ist doch schon mal Sydney. Da ist Mexiko. Die lasse ich einfach so. Das ist doch gar nicht schlecht. Ja. Und das sieht doch schon mal echt gut aus. Das gefällt mir. Das heißt, beim nächsten Mal bauen wir uns ziemlich genau hier einen Kreisverkehr für Züge rein. Wie gesagt, dafür muss ich mir vorher noch was angucken. Aber das wird gemacht. Wir können dann hier da so in der Ecke unsere komplette Plattform errichten. Ein bisschen darüber. Also ich habe nicht hundertprozentig getroffen. Dahin. Ja, es ist doch super. Jetzt gucke ich mal eben. Ich glaube aber, um die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Ich ziehe noch einen Posten mehr. Bis zum Kreisverkehr. Das sind 10. Jetzt nochmal hier hinten dran. Oh, diesmal muss ich aufpassen. Weil. Da ja hier mein ganzes Material ankommt, hier ist Ende für das Bauxit. Mehr brauche ich nicht. Das heißt, ich muss jetzt in dem Fall so eine Betonsäule da draufsetzen. Reicht eine Betonsäule? Weil damit bin ich ja nicht hundertprozentig auf der Höhe. Das heißt, ich muss den... Oh. Ich muss den nochmal anheben. Um. Genau, einen. Dann kommt die große Betonsäule. Hoffentlich mittig hier drauf. Wie ist denn das jetzt hier? So. Und da oben drauf muss jetzt...
Da muss ich fliegen für. Er zieht doch eigentlich. Bitte sag mir, dass es richtig ist. Ja, fall ruhig. Wir tun einfach so. Wenigstens die Höhe dürfte stimmen. Das einmal. Oh, das war doof. Das war sehr doof. Weg. Da. Da dran. Und theoretisch müsste ich damit. Auch schon wieder hier reinkommen. Und da auch schon wieder da rankommen. Super. Das wollte ich doch nur erreicht haben. Dann haben wir nämlich den Bereich hier hinter den Kreisverkehr. In dem Fall würden sie ja einfach nur einmal im Kreis fahren und dann... Oh, das ist ja richtig schön. Mhm. Weil wir haben noch keine ausgehenden Teile, aber wir können das ja trotzdem vorbereiten. Das ist super. Das machen wir auch so. Das heißt, nächstes Mal Kreisverkehr ist. Jetzt wird hier noch ein schönes Thumbnail gemacht. Bam. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen. Tschüss.